Hallo YouTube, willkommen auf meinem Kanal bei meinem Let's Play, beziehungsweise für euch wird es ein Let's Replay werden, von Remember Me, die nächste Folge. Hauen wir das sofort rein. Ja, da bekommt ihr auch vom Honda Babe gerade mal ein Hallo YouTube reingeschmissen. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Dein erstes Ziel heißt Kaori Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo-Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Okay, dann hauen wir mal rein. Ja, dann mal gucken, wo es nicht weitergeht. Ja, springen wir irgendwo. Duer ist human. Ja, alles im Verwegen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ruhig, Merlin, ganz ruhig. Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Alle echt. Tatsache, kaputter Roboter. Unmöglich, einfach unmöglich. Bürger, gemäß der Hygienebestimmungen von Neo Paris ist der Zugang zu den Dorf. Ja, okay. Bearbeitet euer Gedächtnis, denn in den Köpfen der Rechtschaffenen offenbart sich das Wort des Herrn. Das Gedächtnis der Menschheit ist der Herr. Es enthält das getreue Abbild seiner allerherrlichsten Fleischwerdung. In ihm wird offenbar der Vater und sein Wort. Und der okay. Ein Wanderpriester. Was macht er? Ich bin zu spät, zu spät. Oh je, tut mir sehr leid, hey. Madame. Alles okay? Nein, soll ich den Notfalldienst rufen? Hey, alles okay, alles okay. Für mich bitte eine Mitmacher. Okay? Falls du eine Beschwerde einreichen möchtest, dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Oh, endlich! Ich warte schon 20 Minuten. Liegt dort! Tag Weihnachten. Du scheißt mich an? Ich setz dich fest. Du guckst komisch. Ich stell dir nach und setz dich dann fest. Keiner entkommt. Keiner kann hier. Die Christmas Show live auf Channel 4. Sehr nett. Du. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch eine. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Oh, okay, Patrouille 17, Eintrag, flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange.
und um ihn herum. Hm, okay. Oh, überlassen? Hm, okay. Ah, okay. Bam! Der nächste weg. 1, 2, 3. Und überlassen. Nett. Oh, neue Freischaltung fürs Combo Lab. Ja, die doch. Ja, brauchen du es aber nicht wirklich. Ach, sehr tugendhaft. Mein Instinkt ist wieder da. Wer waren die? Die Uniformierten. Saber-Einheit. Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ordnungskräfte mit Gefühl. Ach, so nennt man das jetzt. Und Set-Badge. Und hoch. Komm, beweg dich, Nilin. Sie ist hier irgendwo. Alles durchsuchen. Sie ist ein Profi. Also Achtung. Okay. Kannst auf dieses komische Mini-Dach klettern, aber... Oh. Hier wird gedroht. Oh. Nillin erinnert sich an eine Sensenraserei. Nillin erinnert sich an eine neue Spezialimpression. Impression. Was? Naja, okay. Die Sensenraserei ermöglicht es Nillin, von Gegner zu gleiten und jedes Mal härter zuzuschlagen. Unterbrechen Sie nicht den Fluss. Okay. Okay, T nach oben und A drücken. Die Zahl, die über dem Rasereisymbol angezeigt wird, ist die Aufladezeit. Das ist die Zeit in Sekunden, die Sie warten müssen, bevor Sie die Raserei erneut einsetzen können. Ah, nein! Immer wieder. Das ist immer das erste Mal, wenn ich sterbe im Spiel. Diese Stelle. Überlassen wir mal kurz. Bam. Yeah.
Oh, zwei Freiwillige. Drei Freiwillige. Vier. Ach, super. Eine neue Impression. Impressionklasse ist verfügbar. Ascension-Menü. Component. Ah, jetzt kommen die. Ah, die Auflade-Impressions. Indem sie Auflade-Impressions ausführt, reduziert Nilin alle momentanen Aufladezeiten ihrer S-Impressions. Dies ist eine einfache Möglichkeit, ihre Sensenraserei schnell wieder einzusetzen. Okay. X, nehmen wir den. Lillen ist aber schon. Ja, das wüsste ich auch gerne. Honda, kannst du mir mal bitte sagen, ob der Ton soweit in Ordnung ist? Also ich zu hören bin, wenn ich spiele. Und mir kommt das Spiel sehr laut vor. Das wüsste, warum die anderen nie hier sind. Das reicht mir aber. Okay, können wir alles ändern. Muss ich auch wissen, was ich gerade für YouTube aufnehme. So extrem laut. Mach mal erstmal auf 70. So. So, jetzt müsste es aber besser sein. Immer noch so laut. Meine Güte. Wie leise muss ich das denn noch stellen? Ah, sie wissen nicht, wo ich bin. Boah, gerade noch geschafft. Rein. Wie sieht dieser Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein Möchtegern-Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Ja, soll vorkommen. Das ist ein Roboter im Bett liegt, ne? Ein Gewicht gekriegt. Andere Seite. Oh, warten bis da kein Strom mehr drauf ist. Nicht rüber? Sagen. Du bist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut.
Rutschen wir hier mal runter. Ein Haus so. Für alle! Unterschreibt die Petition! Ja, ich kann nur lesen, was da drauf steht. Das ist geschlossen. Dann machen die Leute ihr Geld. Charles Cartier-Wells. Big Charlie und seine hochfliegenden Pläne. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein, er ist das große Genie. Das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Cilla Cartier-Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Error 404, proof not found. Should I fake it? Wahrheit nicht gefunden. Monopolis, nun hat die Angst ein Ende. Hier ist ein Ort der Harmonie, die erste Gedächtnisgemeinde. Ein Leben, in dem du deinen Nachbarn vertrauen kannst. Da ist er doch. At request. Nellen die Jägerin. Ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Ja, Debbie! Kleiner als Dritte! Kommt spät! Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiszenzspur, durch die du an den Thron vorbei, durch die Komfortburg bis hin zu Kaori Sheridan kommst. Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenzen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auch nie vergessen. Ah, ja. Der ist mein größter Fan. Ja, schade, Devil. Ich bin nämlich schon seit 8 Uhr dran. Dazu schieße ich ja noch jede Menge Benachrichtigungen raus. Über Twitter, über schon vorab als Event. Hallo, Nille. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Mach genau, was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Ah ja, okay. Also, noch ein paar Hinweis für YouTube. Leute, wenn ihr mal aktuell sein wollt, was meine Streampläne angeht, oder wenn ich mal spontan streame, was auch mal passieren kann, twitter.com/iPhone, beziehungsweise facebook.com/iPhone. Da bin ich auf jeden Fall zu erreichen. Kann man gar nicht verfehlen, die Profile. Dein Sensen überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Ah, jetzt kann ich die Tür öffnen. Ja, wo kommen die denn her? Warum habe ich so wenig Leben auf einmal? Sieh das weg, vorne, Neustadt! Was hast du mit mir gemacht?
Oh, meine Fokusanzeige ist voll. Okay. 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 Ja, zwei Gegner nehme ich doch gar nicht in Presson. Oh. Sind ich gerade in die Kniekehle getreten? Das tut doch weh. Nö. Nehmen wir mal die Leiter. Oh, eine Baustelle. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Yay! Probiert doch mal bitte Ausrufezeichen, WTF, Fragezeichen. Ja, Folge dem Führer, das ist schon einmal schief gegangen. Was zum Obst? Na, Basti! Taxi! Taxi! Tada! Ah, ist eine Lille nass geworden. Scheiß Roboter. Ah, Emojis dauern bei mir noch. Aber wenn ihr mal oben rechts in die Ecke guckt, also das wäre schon Kandidat für das Erste. Wo denn? Irgendein Aufzug. Oh, einer von den Drohnen. Toll. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, wenn du meine Reminiszene aktivierst, kannst du sie durch mein Gedächtnis sehen. Triggert er nicht? Muss ich jetzt echt noch aus dem Spiel rausgehen? Leute, das geht mal gar nicht. Ach ja, da kann ich ja gar nicht ran. Ah, lief aber gerade. Basti, versuch mal WTF mit Fragezeichen am Ende. Jetzt muss ich das echt mal ohne Fragezeichen einstellen. Ja. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Genau, Devil. Verdammt! So natürlich nicht. Scheibe kaputt gemacht. Da kann sein, dass da noch ein Cooldown drauf ist.
Ups. Christmas-Morde. Eine Sammlung meiner besten Verhaftungen. Unzensiert. Mit Christmas-Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Tada. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. Moderne Pixelkunst? Ja. Focus Boost. Würde mich dran erinnern. Images. Nee, will nicht. Nö, nee, bin auch voll. Kann ich den wohl jetzt? Guck mal dahin. Na, das dauert noch. Muss ich gleich mal nachgucken. Wer zur Hölle bist du? Ach. Na, machst du jetzt mal? Bam! Und so geht das, Kinders. Eine Freischaltung haben wir. Einmal, zweimal Y. Ja, haben wir noch ein X für Heilung. Und da habe ich dann das. Bestätigt. Oh, vielen lieben Dank für den Loot. Wenn ich jetzt lesen könnte, was da steht, mir ist gerade die Loot-Anzeige weggebrochen. Oh, danke, Honda. Nieder mit dem Cooldown. Oh, ja, ich mache ja schon. Wie viel Cooldown hat denn das? Das ist aber nur eine Minute. Moment, wartet mal ganz kurz. Der hat noch einen 5-Minuten-Cooldown. Oh, sorry, Leute. Was zum Obst? Ja, genau das. So, den Chat. Das haben wir hier. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen. Das ist echt. Ich brauche einen dritten Monitor. Meine Fresse. Mit zwei kommen hier einfach nicht aus. No, das remember me. Das stimmt auch. Okay. Und hopp.
Wie lang soll ich noch klettern? Kayrie Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Alles unter 12 ist zu wenig. Aber 12, das sind doch fast 100 und über 9000, mein Freund. Hey Leute! Eine Regelung zur Privatsphäre verbietet Drohnen, durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Bleib dran! Hemmnis. Hier gibt's auch nichts. Ich nehme sowieso irgendwann mal jetzt mal den Wimmel weg. Da wird wird umbenannt. Aber das passiert erst, wenn ich mein Overlay hab. Danke. Danke für den Loot. Ja, was zum Obst, ja. Oh, hier geht's hoch und nochmal hoch. Schon wieder Kid Christmas. Und die noch mal, ja. Wie? Krankenwagen? Sollte eigentlich. Ich benenne ja nur die Währung um. Dein Ziel sollte nun ganz nah sein. Nach welchem Gedächtnis suche ich denn im Kopf dieser Frau? Bastia Bot-Einrichter-Auftrag. Von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach. Ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Ja, nee, ist klar. Hier geht's nirgendwo weiter. Ich sagte, du hast einen Bot-Einrichter-Auftrag. Bei Anja. Ah, das sieht aus wie unser Ziel. Stimmt nicht, ich muss die Maße nochmal checken.
Wo war ich gleich? Der Damm? Nein, nicht der Damm. Komisch. Wirklich komisch. Hätte sie mal nach oben geguckt. Übertrag sie mir. Aber nur Naturalien, Tanja, oder? Man versucht unseren mit Essen und Trinken. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell. Ich muss einen sicheren Kanal finden. Oh, 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 oh. Oh. Ach, immer diesen Moment zu weit. Das ist leider eine Schwäche vom Spiel. Wie, was denn noch, Anja? Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, womit du noch bezahlen willst. Außer Geld vielleicht. Ah, nein. Hey, lenk mich ab. Ich glaube, ich muss als Slime. Aber warum hatten die denn gestern frei? Was die? Oh, eine Erinnerung. Ich mache mir nie Gedanken. Gedanken machen ist tödlich, besonders bei Frauen. Aha. Ha, ich hab den Fokusboost gefunden. Ah, das war auch der richtige. Willst du denn im Bett? Ich hab Kids Malware umgangen. Schick mir die Codes. Schnell. Okay, ich lade jetzt hoch. Perfekt. Jetzt müssen wir uns nur noch in den Hauptrechner des Saint-Michel-Damms hacken und... Auf frischer Tat ertappt. Schamlose Erroristen. Was sie vielleicht ignoriert, sie einfach auch nur. Nach all dieser Zeit noch immer auf der Verliererseite. Können wir uns? Du warst eine der besten Gedächtnisjägerinnen. Ganz klar. Vielleicht die Beste, aber so eigensinnig. Und was kam dabei raus? Eine Verbrecherin. Gejagt, den Kopf voller Löcher. Politische Ideale? Wie schrecklich altmodisch. Spuckst du immer so rum? Oder nur, wenn du auf Sendung bist? Du warst ja schon immer ein großspuriges Großmaul. Wird das schön. Zeit für die Christmas Show! Wie ist denn los, Basti? Hat sie dir einen Schal versprochen? Jupp. Das stimmt. Interessantes Fact. Schön auf die Nase. Okay, ich will dir zeigen, was Kids Hammer kann. Es ist Zeit. Nun treff den Spammer!
Das hast du gespürt, wie? Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Boom! Genau so! Yep! Pfeffer in die Fresse! Friss Dreck! Ein Geschenk von mir! Das hast du gespürt, wie? Oh, oh, oh! Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Weihnachten das ganze Jahr hindurch. Pfeffer in die Fresse. Komm, das schaffst du. Friss Dreck. Ich muss schon sagen, die hat Mumm. Oh! Oh nein. Ey, was hab ich in 5 Minuten? Pfeffer in die Fresse! Oh! Puh, genau so! Ich muss schon sagen, die hat Mumm! Warte mal, da muss ich mal bestimmt was umstellen, ey. Das ist echt nicht wahr. Also bis zum bitteren Ende, wie? Ein Geschenk von mir. Friss Dreck. Verdammt, das Spammer. Das war eigentlich noch was. Ich habe hier noch eine Aufnahme, die ich gleich beenden muss. Genau so. Friss Dreck. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Das hast du gespürt, wie? Und ich hab nicht genug Fokus und Scheiß. Das tut gut. Also bis zum bitteren Ende, wie? Ha! Weihnachten, das... Jetzt muss ich schon wieder ins Combo-Lab. Um den verdammten Health-Bonus auf den zweiten Schlag zu holen. Friss Dreck. Das hast du gespürt, wie? Und da soll ich dir was dazu sagen? Hitten-Bonus. Keine Regeln, keine Faust. Genau so. Friss Dreck. Nein, immer noch nicht, der Puck ist voll. Hast du dein Weihnachtsgeschenk? Das hast du gespürt, wie? Und nochmal ins Gesicht. Und in den Bauch. Und auf die Nase. Mit dem Knie. Gut gemacht, Mädchen. Du bist nun im letzten Teil der Show. Sei still und kämpfe. Ausgezeichneter Vorschlag. Es ist Zeit für Tod im Nu. Na los. Habt ihr nicht mehr da? Lothar! Lothar! Ich bin Kid Christmas!
Ein Geschenk von mir. Pfeffer in die Fresse. Aua. Kann ich den da irgendwie reinloggen? Das tut gut. Mein Geschenk von mir. Komm, das schaffst du. Friss weg. Ich muss schon sagen, die hat Mumm. Also bis zum bitteren Ende, wie? Ich kann keinen Pfeffer landen. Gespürt, wie? Oh, oh. Bei dir sieht es so einfach aus. Ja, ich kann aber auch gerade. Ich kann aber auch gerade meine Fähigkeit nicht. Genau so. Das tut gut. Ah. Ha, Weihnachten das ganze Jahr hindurch. Verstehst du nicht? Ah. Wie habe ich denn unter 5 Minuten mal gekillt? Ohne zu sterben. Keine Regeln, keine Faul. Friss Dreck. Das hast du gespürt, wie? Muss schon sagen, die hat Mumm. Also, ein Geschenk von mir. Friss Dreck. Ah, ich muss den einfach nur reizen, bis der Minen wirft. So, und wieder 3 Millionen Zuschauer. Hey, Kid, war das alles? Nach vorne da. Weihnachten das ganze Jahr hindurch. Komm, Kid, lass dich gehen. Und wieder 3 Millionen Zuschauer. Ha, bei dir sieht es so einfach aus. Ha, Weihnachten, das ist... So, geh ich nochmal ins Combo, ne? Ganze Jahr hindurch. Ja. Komm aus dem Knick, sonst machst du nicht lang. Frisch Dreck. Hey. Pfeffer in die Fresse. Komm, was schaffst du? Also bis zum bitteren Ende, wie? Gute Antwort, Devil, gute Antwort. Eigentlich auch nichts. Schon sagen. Sie will eine Show haben.
Bitte sehr! Und wieder 3 Millionen Zuschauer. Ah, es hat mich schon wieder getroffen. Ist immer noch nicht voll. Immer noch nicht? Weihnachten das ganze Jahr hindurch. Das hast du gespürt. Boah, jetzt macht er mal endlich deine Minen wieder. Oh, da ist er doch. Ach nö! Aber heute läuft ja gar nichts. Ein Geschenk von mir. Das hast du gespürt, wie? Genau so. Ein Geschenk von mir. Ja, ja. Hoffe ich doch mal ganz schwer. Das tut gut. Fressdreck. Ein Geschenk von mir. Keine Regeln, keine Faust. Oh ja, sie ist wieder viel unterwegs. Lass dich gehen. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Ich muss auch gerade viel lernen. Für die Marineakademie. Pfeffer in die Fresse. Genau so. Fressdreck. Ein Geschenk von mir. Also ich... Müsst diesen Kampf auf jeden Fall noch zu Ende machen? Das hast du gespürt. Ein Geschenk von mir. Nein, das stimmt nicht drin. Genau so. Ah, sowas ähnliches. Komm aus dem Knick. Sonst machst du nicht lang. Meine Güte. Wenn sie den Event noch mal hätten, du Arschloch. Da habe ich eine Woche vor dem Event, ich habe das nicht mitgekriegt. Bevor sie ein Event angekündigt haben, haben sie sie ja reingeholt. Da war ich ja richtig nah, also wirklich, als ich das nachher erfahren habe. Ha! Weihnachten das ganze Jahr hindurch. Ja. Sie will eine Show haben. Bitte. Und wieder 3 Millionen Zuschauer. Also bis zum bitteren Ende, wie? Keine Regeln, keine Faust. Pfeffer in die Fresse.
Das hast du gespürt, wie? Boom! Mauso! Fressdreck! Meine Güte! Oh, und wieder 3 Millionen Zuschauer! Das hast du gespürt, wie? Pfefferfresse! Das tut gut! Machst du dein Weihnachtsgeschenk? Ein Geschenk von dir. Sie will eine Show haben. Fressdreck, das hast du gespürt, wie? Nö, also heute wird's nicht mehr klappen. Fressdreck. Mauso. Pfeffer in die Fresse. Ein Geschenk von mir. Komm, das schaffst du. Verstehst du nicht? Bleib unten. Das tut. Ich muss schon sagen, die hat Mumm. Das hast du gespürt, wie? Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Oh! Nee, ich mag's nicht. So. Ich muss schon sagen, die hat Mumm. Fressdreck. Nick. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Nee. Mauso. Das hast du gespürt, wie? Ah, Raserei voll. Will einfach jetzt nicht mehr klappen. Richtig, Ein Geschenk von mir. Sie will eine Show haben. Bitte sehr. Magst du dein Weihnachtsgeschenk? Keine Regeln, keine Faust. Mal gucken, habe ich denn noch eine X-Heilung? Nee, nur eine Y-Heilung. Nick. Ja, ich merke schon, aber... Hier sieht es so einfach aus. Ich muss ihn aber auch attackieren. Weil mir ansonsten sich mein Fokus nicht auflädt. Pfeffer in die Fresse.
Das hat's auf Anhieb geklappt. Nein! Ich hab einen anderen Gegner. Scheiße! Muss schon sagen, die hat Mumm. Jetzt muss ich umdisponieren. Das ist auch laut Impressum. Das hast du gespürt. Wenn ich doch keinen Schadensimpressum, dann war die Heilung. Und wieder 3 Millionen Zuschauer. Sie will nicht. Komm, Lilly. Ja, geht doch. Meine Güte. X. A. Y. Ach, Kid. Was zum Obst? Nach all diesen Jahren. Noch immer auf der Verliererseite. Denke ich mir auch gerade. Was zum Obst? Nein, nicht hier. Nicht vor meinen Fans. Und eben. Nein, nein, halt! Lass uns reden! Ich geb dir. Endlich! 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 Oh, und sie hat den Spanner. Oh, alle putt. Ah, oh, diese sexy Narbe über der Lippe. Nellen. Dank der Codes, die du mir geschickt hast, beginnt der terroristische Gegenangriff in wenigen Minuten. Nutz die Verwirrung, um hinaus und zum Slum 404 zu gelangen. Spammer. Der von Christmas erfundene Spammer verschießt Datenimpulse, der Feinde betäubt und ihre Senses beschädigt. Feuerfrei. Achten Sie jedoch auf die Überhitzungsanzeige. Wenn Sie den Spammer, um durch erwartete Realität gesteuerte Geräte zu sperren, drücken Sie LB zum Anvisieren und RB zum Feuern. Nun gut. Liebes YouTube. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und immer informiert sein wollt, wann meine Videos kommen, einfach ein Abo auf meinem Kanal da lassen. Wollt ihr mich live sehen? Habt ihr die Möglichkeiten momentan freitags bei meinem Transformers-Themenabend, wo ich die High Moon Studios spiele? Vor Cybertron und Fall of Cybertron spiele und im Anschluss dann Transformers Devastation von den Platinum Games Studios. Habt ihr da zu Freitag ab 20 Uhr die Möglichkeit? Sonntags mein Don't Not Abend, wo ich ab 20 Uhr Life is Strange und ab circa 21 Uhr, je nachdem wie lange Life is Strange dauert, dann Remember Me spiele. Danke dafür. Und GG. Haut rein, Jungs.